Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich die Blissim-Box für euch, aber Leute, die ist jetzt in Deutschland angekommen, also ist das die Bonjour Deutschland-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr seid schuld, denn ihr habt tatsächlich damals vor einem Jahr oder ein bisschen länger als einem Jahr, vor über einem Jahr, mir gesagt, ich sollte doch mal die Blissim-Box mir anschauen und das habe ich gemacht. Ich habe sie dann abonniert, die kam dann immer auch aus Frankreich zu mir und die französische Blissim-Box habe ich tatsächlich auch noch weiterhin im eigenen Abo und ja, die gibt es jetzt in Deutschland, Leute. Richtig geil, als der Launch war oder als die Blissim-Box sich überlegt hat, nach Deutschland zu kommen, wurde ich direkt kontaktiert, was ich total, total lieb finde. Also vielen, vielen Dank. Und ich bekomme diese Box in der Kooperation zugeschickt. Also, ne, ich habe mich gefreut wie Bolle, weil letztendlich ist es ja wirklich so entstanden, ne, dass ihr mir gesagt habt, Mensch, Claudi, schau dir mal die Box an. Claudi schaut sich die Box an. Ich mache hier auf dem deutschen Markt so ein bisschen darauf aufmerksam und dann wird die Blissim-Box auf Deutschland auch immer aufmerksamer. Und jetzt haben sie sich überlegt, dass sie die ganze Geschichte auch nach Deutschland holen wollen. Und das finde ich so, so, so schön. 14,90 Euro kostet die Box inklusive Versand, was ich sehr gut finde, denn ich zahle für die französische Box 17,90 Euro. Achtung, wir haben aber einen unterschiedlichen Inhalt drin, ne? Und jetzt möchte ich einfach wissen, was wir jetzt im März, also in der allerersten Blissim-Box Deutschland, finden werden. Was ich euch aber noch mit an die Hand geben möchte, ist, dass wir, wenn wir den Code HelloBuddy, genau, verwenden, kriegen wir eine gratis Handcreme, die Coco Touch Coconut Hand Cream. Das fand ich total cool. Die habe ich nämlich auch noch jetzt mitgeschickt bekommen, um sie euch zeigen zu können. Und ja, ne, die ist nicht günstig. Deswegen freut man sich doch mal direkt darüber, wenn man das als Willkommensgeschenk bekommt, weil das ist ja quasi jetzt so, ne, zum neuen Launch in Deutschland gibt es jetzt ein kleines Krawum. Deswegen soll auch in der Box ziemlich viel Krawum drin sein. Und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Es ist tatsächlich jetzt gerade 20.57 Uhr an einem Freitagabend. Ich habe heute die Box geschickt bekommen. Ich saß eben noch bei meinem, also mit meinem Freund zusammen am Tisch. Er war so am Lego bauen und ich war so am Videoschneiden. Und habe ich gesagt, oh, ich will jetzt wissen, was in dieser Box drin ist. Ne? Deswegen mache ich jetzt noch später am Abend dieses Video. Also falls ich ein bisschen zerstört aussehen sollte, ihr wisst Bescheid. So, ich rede natürlich jetzt allerhand vor mich hin. Wie gesagt, Handcreme finde ich klasse, können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Kalt ist es definitiv noch. Ich habe super trockene Hände und gerade so meine Nagelhaut, das ist ganz furchtbar, wie die aussieht, ne? Also deswegen passt 1A und es ist jetzt März, das heißt, ich gehe jetzt auch endlich wieder in den Garten und da werde ich mit meinen Händen in dem Dreck drin wühlen, da macht das Sinn und ich bin oben am Renovieren, dementsprechend, ne, für mich gerade echt ein super Produkt und jetzt möchte ich in die Box schauen. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Genau, der Fragebogen, der folgt. Der Fragebogen, der uns nämlich immer so dann auch zu den ganz individuellen Inhalten geführt hat, der ist nämlich aktuell noch in Arbeit und da hatte ich extra nochmal nachgefragt bei dem Blissim-Box-Team und ich setze euch alle Links und so weiter mal unten in die Infobox rein, auch zu der deutschen Instagram-Seite und auch zu der deutschen Homepage, ne? Ich bin vor allem richtig gespannt. Ich habe ja sonst immer freundlicherweise das Booklet auf Deutsch übersetzt. Es war ja sonst Französisch. Es soll auf Deutsch hier drin sein. Und hier haben wir dann den, die Schublade, ne? Das ist eine kleine Schublade. Geöffnet. Bonjour Deutschland. Hier haben wir den Blick in die Box, der noch von einem Flyer versteckt wird. Oh, das ist alles so aufregend, dass das auf Deutsch ist. März 2022. Bonjour Deutschland! Um dieses neue Beauty-Abenteuer erfolgreich zu starten, haben wir für dich eine erste Box voller Beauty-Must-Haves vorbereitet. Darin findest du die aktuellen Lieblingsprodukte der Französinnen. Produkte, die wir lieben und tagtäglich in unserer Beauty-Routine integriert haben. Wir haben dir eine schöne Auswahl an Premium-Pflegeprodukten und natürlicher Newcomer-Brands vorbereitet, die deinen ganzen Körper verwöhnen werden. Und welcher Monat wäre besser geeignet, die Schönheit aller Frauen zu zelebrieren als März zum Internationalen Tag der Frauen? Mega geil, folge uns auch auf Facebook und auf Instagram. Gut, Facebook habe ich leider nicht, aber ne, verlinke ich euch wie gesagt in der Infobox. Und das riecht hier so geil raus. Die ganzen Produkte sind hier aufgeführt und, oh, guck mal, hier ist das liebe Team. Die Sarah, der Matthias und die Angel. Ach, das ist ja cool. Das finde ich richtig cool. Dann kriegt man nämlich so eine kleine Vorstellung von dem deutschen Team. Und ich meine, dass ich mit Sarah geschrieben habe. Marketingmanager. Würde auf jeden Fall passen, ne?
Social Media Manager Matthias? Ich glaube, Matthias habe ich noch nicht geschrieben. Tut mir leid, Matthias, falls ich das jetzt irgendwie vergessen habe. Unsere Marken, die jetzt schon Kult sind, da haben die einzelnen Marken nochmal aufgeführt. Und hier gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wenn man die Box abonniert hat und eine Freundin einlädt, dass die Freundin Rabatt bekommt und dass du Rabatt bekommst. Ich weiß, dass Nicole Nina Wien ziemlich scharf darauf ist, auch die Deutsche Box zu abonnieren. Und da man jetzt ja auch per PayPal bezahlen kann, ist das Ganze wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher. Ich verlinke euch auch mal ihren Kanal in der Infobox. Also ich meine, dass sie davon gesprochen hatte, dass sie sehr gerne die Box abonnieren möchte. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ich fände es cool, weil dann könntet ihr quasi bei ihr den Freunde-Werben-Freunde-Gedöns nehmen, ne? So, herzlich willkommen bei Blissim. Das Beauty-Abenteuer beginnt. Jeden Monat bekommst du von uns eine Auswahl an 5 hochwertigen Beauty-Must-Haves in einer exklusiven Box. Und hier sind 3 wunderschöne Boxen aufgeführt, wovon ich diese hier am schönsten finde, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, ne? Hier hinten sind nochmal alle Informationen zusammengefasst. 10 Jahre Beauty-Expertise, die Nummer 1 der Beauty-Boxen in Europa. Definitiv, also es war ja damals Birchbox, ist dann zu Blissim geworden. Und ich habe es noch als Birchbox abonniert gehabt. Jeden Monat über 200.000 Abonnenten in Europa, das ist krass, ne? Das beste Beauty-Angebot, 5 neue und aufregende Beauty-Produkte und so weiter, hochwertige Produkte. Ey, wir hatten ja schon MAC und Fenty Beauty und sowas mit drin, ne? Kostenlose Lieferung, eine große Auswahl an bekannten Marken und natürlicher Beauty. Das ist auch so eine Sache, ne? Die Blissim-Box achtet halt auch sehr auf diese ganzen guten Inhaltsstoffe. Ich rede ganz schön viel, ihr wisst, ich habe immer Timestamps drin, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich die deutsche Blissim-Box auspacke. Da muss ich jetzt mal ein bisschen hier, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Eine abwechslungsreiche Auswahl, um trendige Newcomer zu testen. Das Beste der Beauty à la Française direkt zu dir nach Hause. Wir versprechen dir wunderschöne Entdeckungen. Und das kann ich wirklich unterschreiben. Ich hatte bislang bei den Blissim-Boxen halt super viel Glück auch gehabt, weil das ist ja so eine Surprise-Box. Du weißt ja nicht, was du bekommst, ne? Aber es war schon irgendwie so sinnvoll, was da drin war, ne? Und das finde ich cool. So, hier kommt ein krasser Duft raus und ich weiß ganz genau, woher der kommt. Also verräterisch, Leute, ne? Denn kurz einmal gucken. Ja, Rituals safe, ne? Also Lieblingsduft von mir, The Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream 70 ml. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Ich mag den Duft richtig gerne. Das Einzige, was ich aus der Ritual of Sakura Reihe nicht mag, ist das Raumspray. Das riecht irgendwie nach eingeschlafenen Füßen. Aber die ganzen Körperpflegeprodukte, oh, ein Traum. Da gibt es auch ein Parfum, was... Ich weiß nicht, ob das auch von Sakura ist oder halt so ähnlich, ne? Also richtig geil. Das ist ja mit Cherry Blossom, also Kirschblüte und Reismilch irgendwie. Also super angenehm. Und die ist halt auch relativ reichhaltig, die Body Cream. Und dementsprechend jetzt für die kalte Jahreszeit noch sehr geil, ne? Also im Sommer ist es für mich ein bisschen zu viel, aber im Winter genau passend. Ich könnte mich da gerade echt... Ich finde es so geil. Rituals direkt hier einfach mal mit drin, ne? Hello Buddy mit drin. Okay, cool. Okay, cool. Das hatte ich auch schon mal da. Das finde ich auch sehr gut. Von Beaver heißt es, glaube ich, oder? Beaver? Wie heißt dieses? BCG? Weiß ich nicht. Ist doch eigentlich Baby. Egal. Morning Street Brightening Shampoo. Argan und Marula Oil. Für alle Haartypen 50 ml. Ich dachte, das wäre Beaver. Egal. Heißt jetzt Morning Street. Aber ich meine, dass Beaver auch die gleichen Verpackung hat. Auf jeden Fall, Argan liebt meine Haare. Meine Haare lieben Arganöl. Und es hat so ein Aufklappvieh, was ich auch super finde, wenn das so kleine Dinger sind. Hast du das so selten, dass du diese Aufklappviecher hast, ne? Und das riecht auch geil. Ich mag das gerne. Ja, das ist einfach toll. Mensch! Geil. Ich finde es gut, wirklich. Ne? Und ich meine, wir haben eine kleine Box, aber wir haben ja krasse Produkte drin, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also wir haben jetzt eine Handcreme, eine Körpercreme, ein Shampoo und jetzt kommt das nächste. Und zwar kommen wir hier zu dieser ganzen natürlichen Geschichte von Respire. Ist das fürs Gesicht ein Gesichtswaschungsgedönsen mit 95% natürlichen Inhaltsstoffen. Wie viel Gramm haben wir hier drin? Sind das 20 oder so? Ein natürlicher Gesichtsreiniger steht hier drauf. 16 Gramm sind das, genau. Und damit kann man halt sein Gesicht waschen. Für mich halt super passend, weil ich ja dieses Double Cleansing mache. Das heißt, vorher mache ich ja mir einen Abschminkbalm drauf, der ja sehr ölig ist. Und nehme damit mein Make-up so ein bisschen runter und breche das Make-up dann ja auch auf. Und unter der Dusche verwende ich dann etwas, was zur Tiefenreinigung da ist. Und da kommt das hier dann ins Spiel. Und ich finde es klasse, dass wir hier wirklich eine feste Gesichtsreinigung haben. Denn ein festes Shampoo von Respire hätte ich jetzt nicht so hart gefeiert.
Riecht relativ neutral, leicht cremig, aber ich finde es cool. Ne? Also schön zur Gesichtsreinigung, da freue ich mich drauf. Und ja, definitiv. Da habe ich jetzt auch schon in anderen Boxen so Seifenschalen mal drin gehabt oder so Magnethalter, ne? Dass das hier dann auch gut in der Dusche trocknen kann. Finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Das Highlight für mich persönlich bewahre ich uns natürlich zum Ende hin auf. Dann habe ich hier von Kiehl's ein Creamy Eye Treatment mit Avocado, 7 ml. Und Leute, das wird safe sofort in Anwendung kommen, weil das soll halt eine super, super reichhaltige Geschichte sein. Also manche sagen sogar, es ist fast schon zu reichhaltig. Aber ich habe eben noch ein Schminkvideo gedreht, und zwar mein Fullface Beauty Boxen für die Februarprodukte. Und da habe ich auch noch in dem Video gesagt, dass meine Augenpartie vor allem hier oben drauf aktuell ganz, ganz schwierig ist. Also super schuppig und trocken, weil ich habe das natürlich, ja, so zweimal im Jahr, ein-, zweimal im Jahr, dass meine Haut sich auch so ein Stück weit pellt, weil sie sich erneuert. Und da ich halt eine sehr sensible und sehr trockene Haut habe, ist alles bei mir ein bisschen anders. Und dann sieht das echt furchtbar aus, gerade weil ich euch dann beim Schminki gerne mal ein bisschen näher ranhole. Dann seht ihr das nämlich auch, ne? Im realen Leben wird es keinem auffallen. Und naja, da brauche ich auf jeden Fall aktuell gefühlt Melkfett vorne, also da auf meinen Augen drauf. Also richtig krass, irgendwas mega Reichhaltiges am liebsten. Und das dann halt nachts. Und das ist halt mit diesem Avocado-Gedönsen von Kiehl's perfekt. Also finde ich gerade einfach richtig, richtig geil. Deswegen kann ich das jetzt auch direkt mal aufmachen und mit euch zusammen angucken, weil normalerweise, ne, sollte man Augencreme, wenn man sie öffnet, halt direkt verwenden. Man sieht direkt, wie reichhaltig die ist, und da habe ich so Bock drauf. Das sieht so, also schon wie Guacamole aus. Ne? Ich werde das jetzt nicht essen, aber es, also ich glaube, meine Augen werden das, oder habe ich eben Blush drauf geswatcht, hat gut funktioniert. Hier so, ja, richtig reichhaltig. Boah, ist das geil. Riecht natürlich noch nicht wirklich was. Boah, das wird richtig, richtig reichhaltig hier auf der Haut. Das mag ich. Man sieht es wahrscheinlich auch, weil das halt so ein, weiß ich nicht, Glanz jetzt gibt, ne? Da, ihr seht's, ja. Krass. Das brauche ich. Das brauchen meine Augen. Also es fühlt sich extrem reichhaltig an. Und das werde ich sowas von gleich anwenden. Oh, nach dem Duschen halt, ne? Und dann direkt drauf, und dann feiern meine Augen das wahrscheinlich. Und dann wird ruckizuck diese ganze Geschichte weggehen. Ich habe nämlich schon überlegt, Mensch, was mache ich, ne? Habe schon super teure Augencremes und so jetzt wieder so ausprobiert gehabt, weil ich natürlich gerne so schnell wie möglich diese Trockenheit weghaben möchte. Und das wird mir helfen. Mega geil. Echt geil. Ich bin gerade voll. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich highlightmäßig unterwegs ist, weil die Marke halt so krass ist. Kommt in meinen Fullface Beauty Boxen für März. Ja. Leute, wir sind schon im März. Ey, heute, wo ich das auspacke, ist der 4. März. Oh, ich muss meiner Stiefschwester noch gratulieren. Die ist heute 31 geworden. Also Vivi, falls du das sehen solltest, Happy Birthday. Du kriegst aber gleich noch von mir ein Ständchen per Sprachnachricht. Ich habe mir nämlich von Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Fossil, also False Lash Effect Mascara, mit 2 Millilitern drin. Aber es ist einfach eine Yves Saint Laurent Mascara in der Reisegröße hier drin enthalten. Und das ist halt die krasse Geschichte. Wir haben hier einfach immer mal wieder so einen Klopper mit dabei. Und deswegen habe ich mich auch wirklich in den Jahren, ne, wo ich die Plissin-Box hier ja schon immer wieder vorstelle, echt in diese kleine süße Box verliebt, ne? Ja, doch, finde ich cool. Da ist man immer wieder überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Originalgröße davon aussieht. Ja, aber ne, so sieht halt dann entsprechend die Mini-Größe aus. Aber was soll das, ne? Wie gesagt, Fullface-Beauty-Boxen, freue ich mich drüber. Ein richtig langes Faserbürstchen. Das ist oben dann so ein bisschen spitzer, aber halt nicht ganz so spitz. Also, ne? Auch eine schöne Form. Riecht nach Weichspüler oder so. Ganz angenehm. Oh, weiß ich nicht. Ich meine, das wird jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich hatte in meinem Fullface Beauty Boxen Schminki von Februar jetzt nicht die allergeilste Mascara. Da musste ich das Ganze tatsächlich auch noch ein bisschen retten. Jetzt versuche ich jetzt einfach mal so eine leichte Schicht hier drüber zu geben. Es gibt aber schon Unterschied, ne? Ja, leicht. Jetzt nicht ultimativ, aber die muss nochmal solo getestet werden. Fullface Beauty Boxen, hallo, willkommen, ne? Richtig geil. Mensch, brauchbare Produkte, ne? Ich meine, klar, was, ganz ehrlich, es ist die erste Box in Deutschland, die muss ein Knaller sein, ne? Aber das ist sie definitiv. Wir haben hier richtig coole Produkte drin, die ich toll finde, wo ich meine Freude dran habe. Leute, ja, ne?
Dann machen wir weiter. Nächsten Monat stelle ich euch dann natürlich auch die April-Box vor. Ich bin sehr gespannt drauf. Und also mir gefällt die Box. Ich kann sie euch empfehlen. Mir hat sie ja vorher auch schon gefallen. Und dass sie jetzt halt auch einfach in Deutschland verfügbar ist, dass du es per PayPal bezahlen kannst. Ihr könnt die ja im Prinzip auch erstmal nur testen. Ne? Ihr könnt ja euer Abo jederzeit kündigen. Das ist eben das Positive. Es ist alles sehr flexibel dort. Ne? Und das mag ich halt, dieses Entspannte, was dort ist. Und super freundlicher Kundenservice. Und das ist alles so, ne? Es ist jetzt erstmal noch recht klein hier in Deutschland, aber Leute, komm, wir bauen das Ganze mal zusammen mit auf und schaut auf jeden Fall gerne dort auf der Homepage vorbei, schaut gerne bei denen auf Instagram vorbei, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie deren Insta-Page so noch sich gestalten wird, ne? Ich bin geflasht, ich bin gespannt, was im April weiterkommen wird und ja, bedanke mich, dass ich die Box vorstellen durfte. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Und bevor ich jetzt alles Mögliche verlinke, sage ich natürlich noch, dass es in diesem Video eine Verlosung geben wird. Ha! Und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich verlinke dir einfach mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal auch kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!